OnlyFans. She on the gram with a plan, now she got her OnlyFans. She wanna dance, now you're fan, out here flexing on the gram. She only drives a foreign, call you when she's bored. And she never had a plan, she got her OnlyFans. She live up in the hills, she got a pay a bill. Leute, was geht? Wir schauen uns heute das neue Video vom Mongrel an und wir werden auf jeden Fall so ein bisschen schauen, was Jenna verbessern könnte, dass er so heftig wie Mongrel wird. Er wird ja bald auf seiner Tastatur und Maus spielen, so, weil Mongrel ist für uns beide der heftigste Spieler auf der Welt. Für mich, der Typ, er ist ein Komplettpaket. Er ist einfach so, er kann gut unterhalten, er kann einfach alles. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, tragt meinen Creator-Code VVS im Item-Shop ein, um vielleicht sogar eine PS4 zu gewinnen, Freunde, denn ich werde bald die PS4 an einen von euch persönlich überbringen und dazu müsst ihr nur Abonnent sein, dieses Video liken und ganz wichtig, meinen Creator-Code drin haben. Also, ja. Er hat schon krasses Peace-Control. Das Ding ist, Jenna hat halt auch gutes Peace-Control, aber Mongrel ist halt wirklich auf einem anderen Level. Diese Edits von ihm sind halt so stark, also wirklich jeder Edit. Er bekommt halt auch wirklich jede Wand. Hat er? Ja, er hat einen 2 oder 3er Ping. Es gibt so, can I get an ad? And I ran a 180 on him and he still put his epic game. Jenna, eine Frage. Wenn du hacken könntest, ohne dass es jemand erkennt und du dadurch der beste Spieler auf der Welt wärst, würdest du es machen? Moralisch gesehen, Video ist an und so, man sollte sagen, ja, ich würde es nicht machen. Ja, ja, ja. Aber Junge, es wäre voll schlau. Du würdest alle Earnings holen. Weil es gibt sowas, das heißt, die ganzen Pros benutzen das. So auf Controller, dieses Aimbot-mäßige. Das kannst du einfach nicht herausfinden. Aber das ist auch voll schwer einzustellen, etc. Und da gibt es schon ein paar Pros, die das benutzen. Und deswegen, vielleicht kaufe ich mir auch so ein Ding. Nein, Spaß, niemals. Aber wenn ich irgendwann mal Aimbot haben sollte, dann wisst ihr, woher. Irgendwie Zen oder so. Das hat mir, das habe ich letztens gesehen. Amar hat so ein Video dazu gemacht. Are you streaming? I just started. I don't know what to stream though. But I just want to stream just because I'm just doing nothing right now. Intelligence is like the best thing in the game. Honestly, I'm for a fact. Wieso lachst du? Wieso lachst du? Wieso lachst du? Junge, die denken jetzt alle, dass ich sowas benutze, weil du gelacht hast. Erklär doch mal jetzt, wieso du lachst. Einfach so. Junge, nein, sag doch, wieso lachst du? Einfach so. Jetzt, ja, jetzt denkt ihr alle, ich benutze sowas. Nein, ich hab nicht mal so krasses Aim, dass ich das benutzen könnte. But yeah, it's one of the best things. I just realized I'm really playing. Danke, Jenna. Shut up. Einfach Jenna hat mich exposed. Shut up, bro. I swear. Yo, alright. Alright, I gotta show you something, alright? You can't show stream this. This is actually. I know what you're gonna show. You're not pull it up on stream. What do you? What is it? I don't know what it is, but I know. Weißt du, was das Krasse bei Mongrel ist? Er schießt und editiert direkt zurück. Das musst du lernen. Notiz, schreib's dir auf, schreib's dir hinter die Ohren, okay? Ich schreib's dir hinter die Ohren. Mach ich doch. Nee, schau, wie er es macht. Digga, er schießt und er geht zurück. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Er schießt und geht zurück in seine andere Box, dass er immer diesen Edit hat. So, ich habe den Ball, ich passe den Ball. Hin her. Weißt du, so, du hast den Ball, so zack, zack, zack. So, pass. Ja, ich hab den Ball. Und dann, zack. Und dann gibst du ihn direkt weiter. Weißt du, er geht auch so zurück. Mal vor, zurück, so. Siehst du das? Zack. You did not know what it's gonna be like. Zack. Okay, this is not me, er ist der Beste, Mann. Er ist der Beste. Oh, I'm back. You remember when Anon used to carry Mongrel back in the big money wager box fight days? That's Kyle. Anon did not carry. Anon did not carry. Oh, that's it, bro. That kid was. Owl, I fear it is. Owl, I fear. Boah. Achso, falls ihr gerade irgendwie einen Hund im Hintergrund seht oder hört, Asuna ist bei uns in Berlin, weil, ihr kennt doch Bayern, so, da werden einfach so Pitbulls oder beziehungsweise Listenhunde wie Asuna einfach weggenommen und deswegen, seitdem mein kleiner Bruder hier ist, ist auch ein Hundi da. Ja, supi! Du hast zwei so gekommen. Stimmt, du bist der Zweite und ha. Man, you gotta go cage, man.
Oh, na, I'm really doing it, bro. Na, aber jetzt mal ehrlich, du hast meine Frage nicht beantwortet. Wenn du cheaten könntest, ohne dass es jemand weiß, würdest du es machen? Und Geld verdienen? Ja. Ja? Ja. Ja. Aber ich würde vielleicht auch besser, ich würde nicht nur cheaten, also ich würde nicht so krasse Cheats benutzen. Ah, nur so ein bisschen, dass es nicht so krass auffällt. Nein, das, ich will auch Skill haben, Digga. Ja. Nein, um die ganze Geschichte zu klären, also es gibt sowas im Internet für Controller-Spieler, das nennt sich Zen. Und wenn du dir das kaufst, hast du halt sowas wie Aimbot. Du musst es nur krass quasi einstellen. Und deswegen, so wie gesagt, wenn ich in den nächsten Wochen Aimbot haben sollte, wisst ihr, woher das kommt. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall, soll ich mir das holen? Soll ich das holen? Oh, nein. Nein, wir machen sowas nicht. Leute, ich könnte dann niemals auf meine Leistung stolz sein, wenn ich mir irgendwie einen Aimbot hole, der zwar nicht von Fortnite erkannt wird, aber jeder sieht, ja, der Typ hat Aimbot und ist deswegen nur so krass. Niemals, Digga. Yo, Tokyo, I was, bro. Hä, hey, was willst du hier essen? Ich hab dir nicht mal zugehört, ich hab nachgedacht. Wie, du hast mir nicht zugehört? Nein, ich hab nachgedacht. Über was? Über Fortnite. Was? Was hast du nachgedacht? Fortnite. Fortnite? Manchmal denke ich, bei Jenna ist so ein Affe mit so zwei Dingern, der so klatscht die ganze Zeit in seinem Kopf. Du, was hast du nachgedacht, Junge? Ob du cheaten sollst oder was? Sag doch, über was denn, Fortnite? Was genau? Komm, teil uns deine Gedanken. Egal. What's up, baby? What happened to Eagle Attacks? You only made candy. Chat, I'm just trolling, bro. Aber schreib mal eine 1 in die Kommentare, wenn ich dieses Aimbot-Ding kaufen soll und für ein Video benutzen soll. Denn das wäre, glaube ich, auch richtig interessant mal zu sehen, wenn du auf Controller so quasi das benutzt. Wobei, nein, das lassen wir, weil sonst werde ich wie Jarvis gebannt. Wie dumm, oh mein Gott. Imagine, ich hätte es für Klicks gemacht. Ich müsste auch so ein Video machen, wo ich weine wie Jarvis, der gebannt wurde und kein Fortnite mehr spielen darf. Promo-Move 1A, wenn Fortnite nicht mehr läuft. Ihr wisst, was ich mache. Nein, Spaß. Du siehst nur einen Joke. Suck my woolly for ego attacks. What? Bro, I'm just trolling. That's why I said I'm definitely not. You've never heard of an ego attacks? I used to have it back in the day. Bro. I used to have e-girls have to give 5 subs a month or they get banned. Was war Promo-Move? Dass Umo Dabi eigentlich unser leiblicher Bruder ist. Oh, stimmt! Der Bre. Der verschollene Bruder aus einem Natus seiner Familie. Verschollen wie Afghanistan? Yeah, whoever ended up getting there. I heard he paid like. Gibt's Afghanistan also als Land? Ich mein Kurdistan. Also, aber Afghanistan gibt's schon, oder? Afghanistan wird gerade eingenommen. Von? Irgendwelchen Schwänzen. Like 4 or 5 Ethan gas fees though. Because he had like a bot running 24/7. Or something like that. Yo, Deshawn, the name of the movie is Paid in Full, you gotta watch it. Hm? Ich hab gesungen. Ach so, einfach so. Mitten in der Reaction singst du. Perfekt. Also das ist auf jeden Fall die chaotischste Reaction, die wir hier aufgenommen haben, aber ich hoffe, sie ist lustig für euch. Und es unterhält euch. Kiro, like an average board ape goes for around 250, around there. Er spielt wirklich nur an Naruto. Ja. Ah, na, what the f***. Naruto Uzumaki. He's actually making me angry. Spitzer. Oh yeah, Kiro. Einfach schon 12 Kills, alle. Aber er hat das 2k Arena-Punkte. Oh mein Gott, ich hab mehr Arena-Punkte als Mongrel. Okay. Junge, ja, er stirbt fast. You're actually gonna kill me. No, you're not. If I died to you, I would never live it down. My whole career. Ich lade vom Gegner davon. Junge. Oh.
Das war close. Er hätte sterben können. Oh. Oh. What Nein. was that lag? Tell me you guys saw that, please. The movement so krass. Yes. Yeah. Matty special. Helikopter, Helikopter. Er geht halt immer so auch so ein bisschen nach hinten, ist mir aufgefallen. Das macht Brief auch, das musst du auch machen. Was? Ich dachte, der ist zu 100% drauf. Wie ein bisschen nach hinten? Achte mal drauf, wenn er Box fightet. Helikopter, wenn ein Gegner in ihn reinpusht, er geht so hinher, so nach hinten. Helikopter, er ist mit einem Discord und er sieht die ganze Zeit Helikopter, Helikopter. Batz! Ah, schade. Das halt auch. Schau, er geht immer so nach hinten. Gegner geht in ihn rein, er geht im richtigen Moment nach hinten und baut eine Wand. Das muss ich mir angewöhnen. Das ist so gut. Nice, Matt. Oh, Chili. Ich liebe Chili. Chili ist Beste, ja. Alter, Chili und Fortnite. Ja. Er hat keinen Bombschuss mehr. Oh, wenn er jetzt an dem stirbt. Aber er ist auch so schlau. Er geht dann nach hinten und geht auf Distanz. Gut, Junge. Gut, so gefällt mir das. Was ist der? Oh, komm, Mongrel? Danke. Boah, ich weiß gar nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie alt Mongrel ist. That was sick. Also der ist so ein knackiger 15-Jähriger. Ich sag auch, er ist so 16 maximal. Vielleicht 17. Huh! Let's go. Digga, bei Keyboard-Spieler machst du ja nur so ein paar Tasten. Es hört sich so an, als ob du gerade 90 spielst. Ich schwöre. Aber es ist auch so satisfying. Ich liebe diesen Sound. Das ist halt, Bro, das ist die Definition von Peace Control, was du hier siehst. Wow. Und er ist immer diese eine Box. Checkst du das? Er hat diese eine Box Platz zwischen ihm und seinem Gegner, dass wenn der Gegner aufeditiert, er macht einfach Wand-Edit zurück und der Gegner kann nichts machen und dann ist er eh in seinen Builds. Digga, alles gehört ihm, was dort gebaut ist. Alles gehört ihm. Checkst du das? Alles, was dort gebaut ist, gehört ihm. Das ist krank, Mann. It's every shot on 9%. For some reason, I listen to him. Why, I don't know. Checkst du das? Wenn der Gegner fightet, der baut so viel, dass einfach alles ihm gehört. Wohin schießt der Gegner? Now I'm on the 9% again, after not playing for 2 months. And I'm hitting everything. Wow. Schau, er geht nach hinten. Ja, das ist so schlau. Das meine ich. Ja, das ist so OP. Ja, das ist richtig OP. Und ich habe das auch in ein paar Fights gemacht, wo Gegner so richtig aggressiv in mich reingegangen sind. Einfach ein bisschen nach hinten gehen, vor allem mit Tactical, dann nimmst du ihn easy hoch. Aber bei mir, ich wusste ja, wie will ich nach hinten gehen, wenn ich gleich so irgendwie kritisch funktioniere. Aha. Und nach hinten gehe. Das ist irgendwie komisch. Aber ja, versuch's einfach. Bro. Üb das, dann wirst du besser. 75% approach. Aber, dann überlebst du diese Third-Party-Situation. After this. Digga, Mongrel ist der heftigste. Schau, alles ist wieder seins. Alles, was dort gebaut ist. Ach, scheiße, ich hab gefurzt. Oh. Boah! Junge, ja, du hast deine Bombe abgelassen! Du hast zweites KZ eröffnet! Drittes Weltkrieg! Boah! Dieser Abstand, den er macht, er ist so schlau! Boah!
glaube, das macht er auch sogar unbewusst, weil er so drauf gewöhnt ist. Ja. Natürlich, Bruder, alles, was du da siehst, ist normal für ihn. Das ist wie für uns, keine Ahnung, wie wir spielen. Das ist es einfach. Das ist jetzt zum Beispiel ein Gegner, der mehr baut. Schau, wie er jetzt reinpusht. Er geht immer auf Abstand. Bro! You're pissing me off. Er ist low. Er macht auch nichts Unüberlegtes. Yeah, bro, you're sick. No, you're not. You're not sick. Ja, haha, moin. Auf ein Mongrel-Spiel stirbt mal. Crazy. Ja, in diesem Sinne, Freunde, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, nehmt mir im Kopf, kommt ihr zu den letzten Videos, sowie zu der Montage von meinem kleinen Bruder, wo richtig kranke Clips dabei sind. Schaut ihr euch unbedingt an, denn wir haben einen Zweitkanal eröffnet, wo wir zusammen Videos hochladen, beziehungsweise wo öfters, wie ihr es euch schon gewünscht habt, Gameplay aus seiner Sicht kommt. In diesem Sinne, tschüss.